Hier oben gibt es dann immer schon eine Vorschau. Ja. Jetzt ist hier der Link so lang, den könnte ich jetzt noch kürzen, mache ich jetzt aber nicht. Obwohl, auch nicht so schwer. Klicke ich hier kurz mal auf. Oh, wo ist meine Lesezeichenleiste? So, kürzen. Facebook. So, kurzer Link, den kopiere ich jetzt auch noch raus. So, haben wir also meine URL eingefügt. Adresse ist eigentlich optional, brauchen wir jetzt nicht. Gehe aufs nächste. Jetzt kann ich hier noch ein Bild auswählen. Am besten ist natürlich, man hat eins vorbereitet und lädt das dann hoch. Ich gucke jetzt mal hier, das gefällt mir zum Beispiel gut. Da, Facebook, Klick. Die Auswahl der Bilder hier ist teilweise etwas fragwürdig. Das nehme ich mal einfach nur zur Kenntnis. So, jetzt habe ich also hier meine Antwort. Das wird das sein, was später hier angezeigt wird. Und jetzt muss ich Hansch noch sagen, wie es grundsätzlich anfangen soll, diese Frage zu lernen. Ja, jetzt gehe ich hier also hin und sage, möchten Sie die Kommunikation innerhalb des Unternehmens verbessern? Dafür bietet ja Social Media Beratung eigentlich keine Lösung. Das ist ja eher eine Kommunikation nach außen hin. Hier geht es ja um innerhalb des Unternehmens. Das heißt, ich würde sagen, diese Antwort ist dann relevant, wenn ich hier sage nein oder wenn ich hier sage vielleicht. Bei ja ist die nicht relevant. So, next. Jetzt sehen wir schon, Training is 0% complete. Also gehe ich weiter zum nächsten. Möchten Sie Ihre Unternehmenswebsite verbessern oder erstellen? Würde ich auch sagen, bei vielleicht oder nein könnte Social Media Marketing. Möchten Sie mehr Besucher auf Ihre Website bekommen? Ja, da ist Social Media auf jeden Fall interessant. Bei vielleicht später mal auch. Möchten Sie eine Websoftware entwickeln oder verbessern? Nein. Also theoretisch könnte es bei allen dreien interessant sein. Ja? Ich kann jetzt entweder alles drei anklicken oder ich sage, this question isn't relevant to the above result. Dann würde ich sagen, das klicke ich jetzt mal an. So, benötigen Sie hochwertige Programmierleistung für ein Softwareentwicklungsprojekt? Da würde ich sagen, nein, eher nicht. Benötigen Sie Leistung von erfahrenen Internetberatern? Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Da könnte man sogar sagen, nur bei Ja lädt das. Benötigen Sie Leistung von Screen-Designern? Würde ich auch sagen, brauche ich auch für Social Media. Klassische Designleistung brauche ich da nicht, außerhalb des Internets. Leistung von erfahrenen Systemadministratoren brauche ich dafür auch nicht. Und hier unten sehen wir immer schon anhand der Prozente. Jetzt sind wir bei 52. Ich bin also gleich fertig. Veröffentlichen Sie Nachrichten. Da ist es natürlich relevant, denn ohne Nachrichten ist Social Media relativ schwierig. Echtzeitkommunikation in Meetings, Telefonate, Konferenzen. Das hat damit nichts zu tun. Deshalb hier nein. Suchen Sie nach einer zentralen Aufgabenverwaltung. Nein, damit hat es auch nichts zu tun. Dann würden Sie Unternehmen als traditionell und konservativ bezeichnen? Da würde ich auch jetzt momentan noch sagen, eher nicht. Und das hier passt auch noch. So, wollen Sie alle Inhalte im Unternehmen schneller und leichter auffinden? Das hat damit auch nichts zu tun. Wollen Sie Transparenz im Unternehmen steigern? Ja, nein, das ist also hier für dieses nicht wichtig. Aktiv Werbung im Internet schalten, ja, darauf passt das genau. Sicherheit und Datenschutz, Integrität sind sehr wichtige Themen für mich. Da könnte man auch sagen, dass sozusagen jede Antwort grundsätzlich interessant. Und jetzt bin ich hier fertig. Jetzt kann ich das noch irgendwie hier sharen und kann sagen, post das mal auf Twitter, dass ich das jetzt eingestellt habe und so weiter. Aber wenn ich jetzt das nächste Mal in mein Topic reingehe, so. Dann Klick. Dann wird hier in meiner Liste auch das Facebook mit auftauchen. Wir können ja mal ein bisschen spielen und gucken, ob wir das kriegen. Werbung im Internet, jawohl. Transparenz, nein. Websoftware entwickeln, ist uns egal. Nachricht veröffentlichen, ja. Kommunikation, nein. Screen Designer, ja. Website verbessern? Nein. Und hier ist jetzt schon Facebook. Ja, also
Social Media Beratung ist jetzt hier oben. Das heißt also genau so, wie ich das gerade angelernt habe. Und jetzt könnte ich hier noch sagen, like. Und dann sorgt das dafür, dass ich künftig sozusagen mit der Social Media Beratung noch häufiger oben komme. Ich kann jetzt hier auch auf Learn More klicken und kriege dann halt die Details angezeigt und kann mich dann von hier aus auch direkt auf unsere Website weiterleiten lassen. So fügt man ein neues Ergebnis in Hunch ein. Das ist also relativ einfach, so ein bisschen zeitaufwendig. Ich hatte überlegt, ob es sinnvoll ist, hier jetzt auch nochmal eine Frage einzustellen. Wir können das mal anfangen, aber ich würde es dann tatsächlich nicht machen. Ich könnte jetzt hier auch noch sagen, okay, füge mal eine Frage hinzu und jetzt kann ich sagen, okay, ist Social Media Marketing, Twitter, Facebook, YouTube für Ihr Unternehmen relevant? Ja, vielleicht später mal. Und dann, es ist übrigens wichtig, dass Sie auch sozusagen so eine Ausweichantwort angeben, weil die Leute ansonsten steigern Sie systematisch die Abbrecherquote. So, ich kann gerade gar nicht sehen, was ich schreibe, deshalb ändere ich nochmal den Schirm. Also hier ist jetzt gerade mal eine neue Frage, die ich einfüge. Vollbild. So, und dann sage ich nein, derzeit nicht. So, das ist meine Frage mit den drei Antworten. Die sehe ich dann auch schon mal in die Vorschau. Das passt jetzt so. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass er sagt, dass er, also ich jetzt hingehe und sage, für die Antwort ja. So muss ich jetzt alle Antworten oder alle Ergebnisse definieren, die darauf laden. Also jetzt ist Social Media Marketing für Ihr Unternehmen relevant? Ja. Was ist denn dann wichtig? Dann würde ich sagen, okay, iPhone-Entwicklung passt. Ja, Kunden-Newsletter kann auch noch passen. Microblogging könnte noch passen. Das ist alles nicht. Das hier passt auf jeden Fall. YouTube, Facebook-Channel passt. So, und der Rest passt meines Erachtens nicht. Ja? Dann sage ich, okay, ich muss erst auf Speichern drücken. Ja. Speichern. So, jetzt gehe ich vielleicht später mal, da lädt halt wieder das Gleiche, Social Media insbesondere, Facebook, YouTube. Und bei Nein, das ist jetzt die letzte Frage, da kann ich jetzt eigentlich fast alles andere anklicken. Das gehört zu Nein, das. Hosting, SEO, Security. Also dadurch, dass wir jetzt hier schon so viele Sachen haben, ist das natürlich durchaus umfangreich und dauert ein bisschen. Aber jetzt habe ich meine Frage auch angelernt. So, jetzt habe ich jetzt gerade eine neue Frage eingefügt und eine neue Antwort. Hat vielleicht 5 Minuten gedauert oder so. Kostet also schon ein bisschen Zeit, so ein richtiges Hunch zu machen. Aber ist halt auch sehr schön, weil sie eine vollständige, automatisierte, personalisierte und digitale Beratungsmöglichkeiten haben. Gerade im B2C-Bereich ist es, glaube ich, sehr interessant, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, um betriebswirtschaftlich sinnvolle Beratung durchzuführen. Wofür Hunch zum Beispiel super ist, ist, in welches Urlaubsland soll ich, oder welches Land soll ich denn für meinen nächsten Sommer- oder Winterurlaub auswählen? Sie verdienen ja als Reisebüro eh nicht so viel mit den verkauften Reisen. Und das ist halt schön, wenn Sie so eine Serviceleistung anbieten können, die Sie dann später nicht mehr kostet. Die machen Sie einmal und dann können die Kunden das nutzen und wissen dann, ob sie nach Goa an den Sandstrand oder vielleicht eher eine Safari in Afrika oder eine Städtetour nach New York machen wollen. Und genau da kann Hunch helfen, auch in sehr komplexen B2C-Bereichen, B2B-Bereichen. Also wenn ich irgendwie was ganz Technisches oder was sehr Ausgefallenes haben will, was die Leute nicht richtig verstehen, da kann sowas auch
sehr hilfreich sein, man muss sich halt darüber im Klaren sein, das ist halt öffentlich, jeder kann darauf zugreifen, theoretisch kann es jeder verändern.